Der Sport auf WMTV wird Ihnen präsentiert von Eurigo Personaldienstleistungen. 13 Mal in Deutschland, Ihr Partner für faire Arbeitsbedingungen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von WM Sport. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir schauen mit Ihnen auf unseren Fußball-Drittligisten Preußen Münster. Was ist da nur los? Am Wochenende gab es für die Adlerträger eine 1:2-Niederlage gegen Unterhaching. Aber nicht nur deshalb scheint die Stimmung an der Hammerstraße derzeit arg getrübt. Trainer Marc Fascher und Stürmern Sercan Güvenicic liegen im Clinch. Kapitän Stefan Kühne verließ nach seiner Auswechslung in Unterhaching wütend den Platz. Das klingt nicht unbedingt nach Harmonie im Kader. Vor einem halben Jahr sah das noch ganz anders aus. Als der Unparteiische um kurz vor 9 zur Pfeife griff, gab es im Preußenstadion kein Halten mehr. Trainer Marc Fascher traute seinen Sinn noch gar nicht so recht. Es ist so unwahr im Moment. Es ist einfach ein Traum in Erfüllung gegangen und ja, den kann ich noch nicht greifen. Wie wird denn jetzt noch gefeiert? Du, wir sind Fußballer, ich glaube, wir können alle ganz gut feiern. Ich weiß nicht, meine Frau weiß, dass ich die nächsten 2 Tage nicht nach Hause komme. Ich hoffe, dass hier in Münster genug Lokalitäten dafür gibt. Sportvorstand Carsten Gockel merkte man die emotionale Ergriffenheit an. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist so wunderschön, das zu erleben. 5 Jahre. Endlich hat man das Ziel erreicht, für das man die ganze Zeit gekämpft hat und gearbeitet. Das ist einfach total schön jetzt. Wie gesagt, 18.500 Leute, die gehen ja gar nicht. Die sind ja alle noch da. Die freuen sich einfach so sehr über Preußen Münster. Und das ist schön. Das haben wir immer geglaubt, dass das passieren kann. Und jetzt ist es endlich eingetreten. Ich hoffe, wir können das lange, lange halten. Ja, das die Bilder nach dem Aufstieg vor gerade mal 6 Monaten. Ja, und in der dritten Liga ist man ja eigentlich auch ganz gut angekommen. Mit Trainer Marc Fascher sprach man über eine Vertragsverlängerung. Und auch da schien es so, als könnten sich beide Parteien eine gemeinsame Zukunft vorstellen. Tendenz ist positiv, aber das heißt ja letztendlich noch gar nichts. Solange die Tinte nicht trocken ist, ist auch letztendlich nichts entschieden. Sowas geht immer nicht holter die Polter und schon gar nicht innerhalb von 24 Stunden, sondern da muss man sich schon ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Das ist mit die wichtigste Personalentscheidung, die man trifft vor so einer Saison. Und da müssen beide Parteien eben auch, wie gesagt, einen gemeinsamen Weg festlegen. Klar geht es noch ein paar Details. Mal gucken. Einfach auch grundsätzlich eine Entscheidung letztendlich zu treffen. Wie gesagt, die Tendenz ist positiv und jetzt müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben, abwarten, dass wir es, glaube ich, nicht bis in die Ewigkeit verstreichen lassen, ist, glaube ich, klar, und weil letztendlich ist eine Planungssicherheit für alle Beteiligten immer das Beste. Aber es ist auch klar, es muss schon eine Entwicklung jetzt eintreten, die Mannschaft muss sicherlich auch verändert werden. Wir müssen ganz gezielt auch junge Talente einbinden, das ist auch klar eine Vorstellung, die wir als Verein gerne umgesetzt sehen. Wir haben im Moment eine sehr, sehr gute U19-Mannschaft, die für Furore sorgt in der U19-Bundesliga. Da sind einige sehr gute, interessante Spieler drin. Das möchten wir einfach verknüpft wissen miteinander und das ist ein wesentlicher Punkt einer weiteren Zusammenarbeit. Aber wie gesagt, da steht sich ja auch der Trainer Marc Fascher nicht entgegen, sondern man muss sich das einfach nur klar erklären und das da sauber drüber kommunizieren und dann wird es auch einen weiteren gemeinsamen Weg geben. Die Entscheidung muss ich letztendlich treffen. Aber ich bespreche mich natürlich auch mit meiner Frau, ist doch ganz klar, aber ohne jetzt irgendwas vorwegzunehmen. Aber sie fühlt sich in Münster auch sehr wohl. So klang das also vor 2 Wochen. Heute wollten wir beim Verein nochmal nachfragen, wie der Stand der Dinge ist. Allerdings will sich aktuell niemand öffentlich äußern. Der Grund dafür ist scheinbar, dass sich die Verantwortlichen am Abend nochmal zu einem Gespräch treffen wollen. Die Vertragsverhandlungen also anscheinend erstmal auf Eis gelegt. Über die Situation bei den Preußen möchte ich jetzt mit meinem Kollegen und Preußen-Münster-Experte Klaus Hensel sprechen. Hallo Klaus. Daniel, hallo. Klaus, vielleicht mal ganz allgemein gefragt, was ist denn da los bei Preußen Münster? Ja, Daniel, ich glaube, das fragt sich jeder momentan hier in Münster. In den letzten Wochen ist eine gewisse Unruhe entstanden, die man gar nicht so versteht. Natürlich gab es immer wieder Kleinigkeiten, die zu dieser Unruhe geführt haben. Ich will das mal kurz zusammenfassen. Es gab in den letzten 3 Spielen nur 1 Punkt. Man hat einen sicher geglaubten Sieg verspielt gegen Chemnitz.
Es gab in der ganzen Saison schon viele, viele Undiszipliniertheiten auf dem Platz. 5 Platzverweise bis jetzt. Es gab die Suspendierung von Sercan Güvenicic, wo keiner bis jetzt so richtig genau weiß, was vorgefallen ist. Und man hat einen Trainer, der, ja, man hört es immer aus dem Umfeld, nicht bei allen so beliebt ist, wie zum Beispiel Jürgen Klopp in Dortmund, der absoluter Publikumsliebling ist. Ja, Klaus, die Preußen stehen aktuell auf dem 13. Tabellenplatz und sind damit immer noch bester Aufsteiger. Zudem hat man ja 8 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Eigentlich doch ganz okay für einen Aufsteiger. Der Zuspruch in der Stadt ist auch groß. Im Schnitt kommen 7.500 Zuschauer ins Stadion. Das ist der drittbeste Wert der Liga. Ist die Erwartungshaltung bei den Fans oder im Verein vielleicht zu groß oder ja noch getrübt von der Aufstiegseuphorie? Ja, Daniel, ich glaube, die Erwartungshaltung ist wirklich zu groß. Normalerweise müsste man als Aufsteiger vielleicht auch kleinere Brötchen backen. Wenn man überlegt, wo man herkommt, man hat in der letzten Saison zwar den Aufstieg geschafft, auch nicht ja, überragenden Fußball gespielt, aber die Ergebnisse stimmten. Und damit lässt man sich, glaube ich, momentan so ein bisschen blenden. Man sollte da schon auf dem Boden der Tatsachen bleiben und mit dem zufrieden sein, was man momentan erreicht hat. Dann will ich mal so nachfragen. Wir begleiten das Team ja jetzt schon länger. Wie würdest du denn das Potenzial des Teams im Liga-Vergleich einschätzen? Ja, ich glaube, dass die Mannschaft keine graue Maus ist, wie sie sich gerade darstellt. Ich würde die Mannschaft zwischen Platz 3 und Platz 8 einordnen. Wenn man überlegt, die Mannschaft hat ein absolutes Prunkstück, das ist die Abwehr. Die muss sich wieder stabilisieren, die hat in den letzten Spielen nicht gut gespielt. Die Mannschaft hat ein erstklassiges defensives Mittelfeld mit einer Doppel-6, Stefan Kühne, Jens Truckenbrot, die sehr, sehr gut zusammen harmonieren. Die Mannschaft hat ein großes Manko, das ist das Spiel nach vorne. Man hat mit Massimo Onatelli nur einen kreativen Spieler und was vorne fällt, ist ein Knipser, der, ja, ich sag mal, für 10 bis 15 Tore gut ist und der hat sich momentan noch nicht rauskristallisiert. Ja, am Abend treffen sich die Verantwortlichen zu einem Gespräch. Was wird denn dabei herauskommen? Gibt es da schon einen Trend? Ja, Daniel, das ist die große Frage. Ich glaube, egal, was heute Abend für eine Entscheidung fällt, es muss definitiv eine Entscheidung fallen. Entweder man bekennt sich ganz klar zu Marc Fascher. Und dann sollte Marc Fascher auch wirklich die Kompetenzen haben, seinen Kader so zusammenzustellen für die Zukunft, wie er es will. Oder man macht wirklich den radikalen Schnitt und trennt sich von Marc Fascher, weil diese Ungereimtheiten und diese ungenaue Zukunft, wo man jetzt noch nicht weiß, wo es hingeht, die darf man nicht mit in die Weihnachtszeit schleppen. Am 27. Dezember ist schon wieder Trainingsauftakt und man muss mit einer klaren Entscheidung in die Rückrunde gehen. Was wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, ist die Tatsache oder die Frage, will Marc Fascher überhaupt in Münster bleiben? Und diese Frage bleibt auch noch offen. Ja, vielen Dank, Klaus Hensel aus der WM-Sportredaktion. Über das Thema, liebe Zuschauer, werden wir Sie natürlich auch in den kommenden Tagen auf dem Laufenden halten. Handball-Zweitligist TV Emsdetten kann das Verletzungspech nicht abstreifen. Schon in der vergangenen Saison musste das Team zahlreiche Ausfälle beklagen. Auch in dieser Spielzeit ist die Verletztenliste mit André Kurchev, Elko Webers und dem immer mal wieder angeschlagenen Patrick Qualwig schon wieder gut gefüllt. Leider hat sich nun Achim Cordes hinzugesellt. Der 25-jährige Rückraumspieler riss sich beim Training die Außenbänder des linken Knöchels. Nach einem Sprungwurf knickte Cordes um und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Nach ersten Prognosen wird er dem TVE 6 bis 8 Wochen fehlen. Weitere Untersuchungen stehen noch aus. Ja, zum Abschluss unserer heutigen Sendung blicken wir noch schnell auf die Basketballteams aus unserer Region. In der Pro B-Liga Nord haben unsere Mannschaften herbe Niederlagen einstecken müssen. Die BG Dorsten verlor das Heimspiel gegen den SC Rist Wedel knapp mit 83 zu 87. Ebenfalls zu Hause verloren die Löwen aus Herten. Sie mussten sich Wolfenbüttel mit 69 zu 84 deutlich geschlagen geben. Auch die Wulfener Wölfe kassierten eine Pleite in Vechta, verlor das Team um Steve Briggs mit 66 zu 72. In der Tabelle sind unsere heimischen Teams jetzt ganz nah beieinander. Herten ist auf Platz 6, die Dorstner sind 7. gefolgt von den Wulfnern, die auf Platz 8 überwintern. Und damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Morgen gibt es wieder WM Sport Blickpunkt Nachwuchs. Schalten Sie ein, wir freuen uns auf Sie. Der Sport auf WMTV wurde Ihnen präsentiert von Euregio Personaldienstleistungen. 13 Mal in Deutschland, Ihr Partner für faire Arbeitsbedingungen.